Hallo, herzlich willkommen bei So Campus. Auch ein Hallo von mir. Schön, dass ihr unser Video angeklickt habt. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Ausgrenzung. Was verstehen wir unter Ausgrenzung? Ausgrenzung bedeutet immer nachhaltigen Ausschluss einzelner oder ganzer Gruppierungen. Von Ausgrenzung Betroffene sind immer mit Herabwürdigung, Diskriminierung und Geringschätzung konfrontiert und leiden massiv unter der Situation und den Folgen. Faktoren, die zu sozialer Ausgrenzung beitragen können, sind Alter, Armut, Bildungsstandards, Geschlecht oder sexuelle Orientierung und Migration. Um nur einige zu nennen, wir haben Menschen auf der Straße nach ihren Erfahrungen zum Thema Ausgrenzung befragt. Formen der Ausgrenzung begegnen einem sehr oft im Leben und ich habe jetzt persönlich ein Beispiel, wo ich dran denke, ich bin gerade Mama geworden und habe ein kleines Baby und da bin ich, egal wo ich unterwegs bin, oft damit konfrontiert, dass das Verständnis der Menschen fehlt. Ein perfektes Beispiel für Ausgrenzung ist meiner Meinung nach Mobbing, da man eine Person zum Beispiel wegen seiner Sexualität ausschließt oder auch beschimpft oder ja. Ich denke, Ausgrenzung ist ein sehr breites Spektrum. Das kann, ich sage mal, im kleinen Kreis, Familienkreis passieren, kann in einem Dorf, in einer Stadt, in einem Wohnblock, Schule, wo auch immer, Arbeitsplatz, das ist ein sehr weites Feld. Ich weiß nicht, auf der Straße oder wenn man irgendwie einen Job sucht, vielleicht mit einem anderen ausländischen Namen, dass man da vielleicht nicht so schnell Rückmeldungen kriegt und dass man sich da auch natürlich ausgegrenzt fühlt. In der Schule, wenn mein Freund nicht dabei sein darf, immer abseits steht. Die anderen nehmen an nicht mit. Die stärkste Form der Ausgrenzung, die wir in Österreich derzeit erleben, ist sicher die von Menschen, die in unser Land kommen. Also allgemein genannt von den Flüchtlingen, Asylwerbern, auch schon Asylberechtigten. Bei denen merkt man schon sehr stark, dass sie aufgrund ihres Aussehens, aufgrund einer anderen Religion, aufgrund einer anderen Lebenseinstellung ausgegrenzt werden. Hast du da vielleicht schon mal persönliche Erfahrung damit gemacht, ein persönliches, konkretes Beispiel bei Freunden irgendwo? Also ich persönlich zum Glück nicht, aber natürlich hat man es in der Schule mitbekommen, wenn Mitschüler ausgegrenzt wurden. Wenn man in einer Situation ist, die etwas anders ist als jemand, der es vielleicht nicht so nachvollziehen kann, fühlt man halt oft eine Ausgrenzung, weil das Verständnis einfach nicht da ist, was gerade die Bedürfnisse betrifft, die man gerade selber vielleicht hat. Haben Sie Ideen, wie man diese Ausgrenzung in Zukunft vermeiden kann? Ich denke, eine zentrale Vorgehensweise ist Transparenz im Sinne von Ansprechen dieser Thematik. Sobald jemand, ganz gleich, ob das jetzt im Arbeitsfeld ist, in Schule, dieses Thema anspricht und sagt, ich fühle mich hier ausgegrenzt, damit verliert das Thema, von dem wir gerade sprechen, an Schrecken. In unserer Schule, wir haben den Pink T-Shirt Day gegründet. Das ist ein Tag, an dem alle ein pinkes T-Shirt tragen oder etwas Pinkes und damit setzt man ein Zeichen gegen Mobbing. Die gesellschaftspolitischen Formen der Ausgrenzung, da bin ich überzeugt, dass nur eins hilft, nämlich Bildung. Schlicht und ergreifend. Je ungebildeter die Menschen sind, desto eher, glaube ich, fällt man auch auf die eigenen Ängste und Vorurteile hinein. Ich glaube, man kann da immer nur bei sich selber anfangen und einfach die Augen offen halten und achtsam sein, dass man drumherum schaut, wer
wird vielleicht ausgegrenzt und wo kann ich selber etwas tun und mit gutem Vorbild vorangehen, weil jemand anderen kann ich nicht ändern, aber ich kann selbst ein Vorbild sein und versuchen, da etwas besser zu machen. Bei uns im Studio begrüßen wir nun Herrn Markus Weisheitinger Institut für Medienbildung in Salzburg. Hallo Markus. Hallo, danke für die Einladung. Markus hat beruflich sehr viel mit Jugendlichen und Medien zu tun. Wir möchten dir jetzt gerne eine Frage stellen, Markus. Welche Erfahrungen hast du zum Thema Jugendliche und Ausgrenzung in den sozialen Medien? Ja, das ist ein sehr großes Feld und da gibt es leider sehr viele bittere Erfahrungen. Denn dieses Ausgrenzungsthema hat ja natürlich auch sehr viel mit dem Schutz in der Gemeinschaft zu tun, beziehungsweise dem Schutz einer Anonymität. Mhm. Würden wir persönlich uns unterhalten, wäre mir es viel, viel schwerer, dich auszugrenzen. Also ich sehe dich, ich nehme dich wahr und würde dann wahrscheinlich eher eine Überwindung brauchen, sagen, geh weg, ich will dich nicht. Aus dem Schutz der Masse heraus und aus der Anonymität natürlich geht das viel, viel leichter. Und auch Verletzungen auszusprechen, eher respektlos andere zu behandeln, fällt natürlich ob der fehlenden Scham im Gegenüber sehr viel leichter. Jetzt kann man sich daraus leicht vorstellen, dass in Netzwerken wie Facebook, YouTube, wo eben diese Anonymität und eine große Masse gegeben ist, derjenige, der das an den es adressiert ist, sieht es vielleicht sehr viel später. Ich bekomme nicht sein Feedback der Enttäuschung, Aggression, Wut oder wie auch immer. Das heißt, da bin ich völlig befreit, enthemmt eigentlich, meinen oft sehr angestachelten Meinungen freien Lauf zu geben. Und das tut eben hier nicht gut. Die Ausgrenzung wirkt genauso wie in der Gesellschaft, aber hier noch verletzender und noch schamloser. Was könnte man da tun? Es braucht, glaube ich, einfach viel mehr Verständnis dafür, dass eine Ausgrenzung, sich in Kleinteilen in dieser Welt zu bewegen, keinen Sinn macht. Ich denke, wir müssen alle verstehen, dass es ein Gemeinsames braucht, gerade in Gesellschaften wie Österreich, wo einfach sehr viele Kulturen zusammenkommen, um hier alle gemeinsam ein glückliches Leben zu führen. Und wenn das in der Gesellschaft ankommt, wird es auch in den sozialen Medien ankommen. Sind sich deiner Meinung nach die Jugendlichen bewusst, welchen Schaden sie dadurch anrichten können? Ich denke nicht. Ich glaube, dass Jugendliche die Abstraktion noch nicht einordnen können, wie weit und wie groß eigentlich ihre Meinung verbreitet wird. Für viele Jugendliche sind Kommentare auf Facebook etwas, was in ihrem eigenen Freundeskreis passiert. Denn von dort bekommen sie das Feedback und die Rückmeldungen. Dass noch viele, viele andere, die diesen Freundeskreis, den Kontext nicht kennen, genauso davon betroffen sind und es oft viel schwerer oder noch verletzender verstehen können, wissen Jugendliche oft nicht. Vielen Dank, Markus, für deinen interessanten Input. Danke für die Einladung, sehr gerne. Dankeschön. Wir haben anhand der Beiträge gesehen und gehört, wie verbreitet Ausgrenzung im alltäglichen Leben ist. Vielleicht können die Bilder beim einen oder der anderen etwas dazu beitragen, ein bisschen nachzudenken und das friedliche und freundliche Miteinander im Alltag zu forcieren. Wir danken euch fürs Zusehen. Wir sind von FS1 und ich habe ja die liebe Theresa neben mir und möchte sie jetzt einfach schnell fragen, welche Formen der Ausgrenzung kennst du, liebe Theresa? Ja, es gibt natürlich viele Formen der Ausgrenzung und die, die ich jetzt persönlich am stärksten erfahren habe dürfen, ist die, wenn man für ein Studienprojekt mit einer Kamera und einem Mikrofon von einem freien Fernsehsender in die Fußgängerzone geschickt wird, um Leute zu befragen. Also so ausgegrenzt habe ich mich selten in mein Leben gefühlt und das war, ja. Okay, also die Menschen, was haben die gemacht? Wie haben sie diese Ausgrenzung ihnen gegenüber gezeigt? Ja, sie haben es einfach spüren lassen. Der Augenkontakt war sofort weg. Sie haben mir einfach wirklich so das Gefühl gegeben von nein, du nicht und na und na und sofort weitergehen und auch jegliche Kontaktvermeidung. Okay, fällt Ihnen ein, was Sie jetzt dem Markus jetzt noch mitgeben könnten für die Zukunft, damit wir Studenten vielleicht nicht so gequält werden? Dem Markus möchte ich vielleicht nur gern mitgeben, dass das wirklich eine neue Erfahrung für mich war. Ich kann nicht immer sagen, dass es schön war, aber es war wirklich klasse, diese Erfahrung machen dürfen zu haben. Danke. Danke.